Du bist schlecht. Komm her. Okay, sie ist doch nicht so schlecht. Aber wir haben ja genügend Eisgeist-Essenz, wenn man nicht schlecht. Soll das etwa ein Finisher gewesen sein? Okay, Lydia, das war eindeutig ein Finisher. Hell yeah! So. Zauberbuch Heilung, ja super. Das kannst du behalten, du Otze. So, wie ist die jetzt auf ihr, auf ihr Podest da hinten gekommen, weil da würde ich auch noch ganz gerne nachschauen, ob es da irgendwie was Spannendes gibt oder so. Die saß ja hier oben. Ah, Geldbeutel und zwei Tränke, die man allerdings nicht mitnehmen kann, okay. Hey, seht mal, eine Höhle. Was da wohl drin ist? Ah, das ist eine sehr gute Frage, Lydia. Das werden wir genau jetzt rausfinden. Die Steinfallhöhle hat sogar Eingangstüren, ne? Das ist ja freundlich. Sie uns so etwas gönnt. So. Eismiriam nehme ich natürlich gerne mit, genauso wie die Honigwaben. Boah, Totenbeschwörer Meister schon wieder, hey. Jetzt ist aber auch mal gut hier. Ja, what the fuck? Hammer. Genau. Ich bin ein schwuler Totenbeschwörermeister. Ich finische mit meinem schwulen Eishauchzauber. Ist klar, ne? Was zum Teufel? Mir geht das gerade irgendwie auf den Sack. So, nochmal kurz save it easy. Also irgendwie traue ich dem nicht so ganz. Die scheint mir ein bisschen übertrieben stark. Ja, Lydia tut sich ja nicht schwer, die ist ja gegen Kälte resistent. Ah, Seele gefangen. Ja gut, das hat uns halt jetzt mal wieder zwei Tode beschwert. Stab der Eisstürme, ein eisiger Wirbelwind. Na, den nehmen wir mal mit. Mal sehen, ob wir wem anders damit auch noch den Tod bringen können. Oh, da war eine Falle dran. Ja. Ich würde mal sagen, gekonnt ausgewichen hier, ne? Ja, sehr gut jetzt. So, die hat sich aber ganz schön viel Bier hier gebraut. Und das war's, oder wie? Das war eure ganze Höhle hier. Und dafür bin ich jetzt zweimal gestorben. Wollt ihr mich verarschen? Ihr hässlichen Totenbeschwörer, Heinis, echt. Dass die gleich so übertrieben stark ist, hä? Ich habe ja auch noch so einen Stab der Feuerbälle. Den muss ich auch mal leer machen. Damit ich das Zeug verkaufen kann. Wundertrunk des Verteidigers. So. Haben wir ihn denn da? Stab der Feuerbälle. Hat auch noch ganz gut Ladung. Naja, jetzt erstmal würde ich sagen, auf die Nordwindspitze da
Komme mir gerade vor wie Gabba Gandalf. Mal sehen, wer es als nächstes wagt, sich mir in den Weg zu stellen. Ich hoffe doch niemand. So, wie kommt man jetzt darauf? Hier sind überall nur Felswände. Boah, Map raus. Ach nee, da kann man nicht hinzoomen. Also wenn ich hier langlatsche, komme ich auf jeden Fall nicht rauf. Dann versuche ich mal mein Glück, wenn ich hier an der Wand entlang gehe. Ich meine, irgendwo muss ja ein Weg weitergehen. Boah, das nervt mich jetzt. Zaubertränke. Es wäre in Wirklichkeit auch so geil, wenn man sich immer wieder irgendein Getränk reinpfeift und dann wieder weiter sprinten könnte. So, ich laufe hier gerade komplett durch die Wildnis und habe keine Ahnung eigentlich, wo ich hin will oder muss. Ja, wo ich hin will, weiß ich schon, aber wie ich da hinkomme, ist die andere Frage. Ah, vielleicht komme ich hier hoch? Ja, komm, lass mich hoch jetzt! Mich hoch, du Sau! Na los! Geht doch. Jetzt komme ich dafür hier nicht hoch, oder? Boah, es ist doch zum Kotzen, echt. Warum kann man hier nicht einfach irgendwie hochklettern oder so? Naja, oder man findet natürlich einen alternativen Weg. Doch mal kurz wieder Save It Easy hier. Oh shit. Ich glaube, der hat uns gehört oder gesehen oder beides. Komm her, wenn du dich traust. Ja, ja, dein schwuler Eisatem, der hat mir nichts an. So, damit haben wir die Nordwindspitze entdeckt. So. Hier haben wir ein Haus, in dem wir uns schützen können. Safe nochmal kurz. So, wo bist du? Uah! Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Schmarrn, Stab der Feuerbälle. Na komm her, Drache! Wir wissen doch beide, dass du es nicht drauf hast. Ich bin unbesiegbar, wie man vorhin gesehen hat. So, jetzt holen wir uns hier erstmal unser Ebenerzschwert und unseren Schild. Dann werden wir hier zum ultimativen Drachentöter. Ich mache sowas von fertig. Komm her. Ha. Ah. Den sollte ich sogar erledigen. Ja, cool. Weizen, immer gerne. So, welches Wort der Macht erlernen wir denn nun? Drachenseele aufgenommen und Wort der Macht gelernt, Leben, Aura flüstern. Jawohl, und was erwartet mich in der Belohnungskiste? Oh! Zauberbuch Leichnam wiederbeleben, okay. Stab des Magierlichts, den brauche ich nicht. Und die Pelzstiefel kannst du auch sonst wohin stecken. Aber das mit den, hier, ne, und so. Schmarrn. Nein, auch nicht. Da kann ich dann auch gleich mal meine Favoriten aktualisieren. So, jetzt erstmal Magie.
Veränderung. Eichenhaut lasse ich auf jeden Fall mal drinnen. Illusion habe ich eh nix. Zerstörung. Funken brauche ich nicht mehr. Beschwörung. Beschworenes Schwert. Schutzgeist brauche ich nicht. Zombie erwecken brauche ich nicht. Leichnam wiederbeleben brauche ich. Wiederherstellung. Heilende Hände und Schnellheilung. Jawohl. Schreie Fusrodar. Was sonst? Kräfte Drachenhaut. Absorbiere 50% der Magika aus feindlichen Zaubern für 60 Sekunden. Ich weiß gerade gar nicht, was das ist. Aktive Effekte. Ausdauerverringer. Knochenbrecherfieber. Mäh. Oh, super, super. Lydia. Lydia. Ach, dann saufen wir so einen Zaubertrank der Stärke. Naja, es wird wahrscheinlich zu wenig sein. Shit. Na, dann warten wir halt einfach mal irgendwie 4 Stunden, dann ist Lydia schon wieder da und dann ist es auch mal ein bisschen heller, weil ich hasse es, in meiner Nacht unterwegs zu sein. Das ist manchmal immer, kann sehr kack hier sein. Lydia? Also irgendwie... Ja, Herrgott, noch eins, dann tue ich halt die Drachenknochen dabei in die Kiste hier. Die verschwindet ja nicht einfach so, ohne weiteres. So, was haben wir denn jetzt hier? Sonstiges. Eine gute Ausbeute haben wir auf jeden Fall. Schauen wir mal, was hier noch ist. Also waren wir hier noch nicht, weil ansonsten hätten wir den Drachen getötet. So, oh, eine Kiste. Die uns wahrscheinlich Stufe 54 im Schlossknacken bringen wird, sollte ich es schaffen, sie zu öffnen. Jawohl! Elfenrüstung. Pff. Ich habe jetzt gerade eine schwere Rüstung angezogen. Ich werde jetzt dann ganz sicherlich nicht eine... Kann ich den Drachen da eigentlich runterschubsen vom Berg mit meinen Feuerbällen? Ist der jetzt auch so leicht? Oh! Okay. ja. Ein wenig unlogisch vielleicht. So, was haben wir jetzt hier? Was ist denn das? Nordwindmine. Ah, okay. Gut, dann jetzt wahrscheinlich hätten wir da erst eigentlich rein müssen. Oh ja, hätten wir. Und tschüss, Skelett. Ah, warte mal. Untote und so. Oh, was haben wir denn hier? Eine Eisenerzader. Das ist doch immer gut. Wenn wir schon hier sind... nein, nicht beschworenes Schwert. Wo ist denn meine Spitzhacke da? Ich meine, wenn wir schon hier sind, dann können wir auch gleich das ganze Eisenerz einsacken. Und eine, wo ist denn die Fackel? Da. Ah, da ist ja Lydia. Hi, Lydia. Jetzt geht's schon durch die Mine hier gekämpft. Komm her! Mach dich mit meiner Spitzhacke fertig, du Lusche! So, alte Nordkriegsaxt, okay. Ich frage mich, ob diese... Na, wo haben wir es denn? Objekte? Schriftrollen? Cesargus Flammenmantel? Ob der auch an Skeletten gilt? Ja, das gilt auch bei Skeletten. Exzellent. Ach, der Flammenmantel gilt nicht für Skelette, sondern der gilt für mich. Okay. Oh, Lydia, entschuldige. Ihr lasst es drauf ankommen. What? Lydia, nein, ich hab sie so geweint. Ah, wie kann ich das denn wieder beenden? Na, scheiße. Merke Flammenmantel nicht einsetzen, wenn du einen Kollegen dabei hast. Lydia, warte! Ich habe beendet extra für dich! Ehre sei mit euch, mein Tane. Folgt mir! Geht voran! Okay. Gut, ich glaube, das nächste Mal setze ich das Ding erst wieder ein. Ah, Blocken verbessert, okay. Ich glaube, das nächste Mal setze ich den erst wieder ein, wenn ich gegen Draugere oder sowas kämpfen muss. So.
Ich würde mal sagen, hier ist ein bisschen was schief gelaufen in der guten Mine. Aber wir sind draußen. Yeah! Wir sind jetzt den falschen Weg rein eigentlich. Ah, Nordwindmine entdeckt. Na gut. Was sind denn hier aktuell unsere Quest? Lass dir von Anuriel das Kopfgeld geben. Nein. Deaktivieren Dämmerwacht ist jetzt erstmal unsere aktuelle Quest. Dafür müssen wir jetzt erstmal um den Berg rum. Und die Fackel brauchen wir hier draußen nicht. So, da unten. Oh, Gott. Au! Mistvieh. Wir verbrauchen natürlich jetzt deutlich mehr Mana.